und wow, und hier sieht mein Bild komisch aus. Jetzt wird das passieren, was ein bisschen komisch wirkt, aber es funktioniert für mich. Wartet, wartet. Ja, bisschen zu viel. Ja, jetzt haben wir es. Entschuldigt, ich habe mich gerade mit meinem Fuß gedreht. Das ist, ja. Ja, gut. Als ersten Punkt, falls es euch aufgefallen ist, falls nicht, wir haben seit jetzt ungefähr einer Woche nicht Mamas Schal, sondern hier neue Vorhänge. Sind noch ein bisschen Umgewöhnungssache. Ich habe auch leichte Kopfschmerzen, aber geht. Ja, geil. Das dazu. unnütze Information Teil 10. Ja, unglaublich aber wahr. Heute ist der 1. Dezember. Glaubt das? Jetzt beginnt die Weihnachtszeit. Unfassbar, wie schnell das geht. Ja, ich habe heute auf jeden Fall vor, noch mein erstes Kalendertürchen aufzumachen. Ich habe dieses Jahr einen Douglas-Kalender mir ausgesucht, weil ich mir gedacht habe, naja, da ist viel Schnickschnack drin und das, was ich nicht brauche, kann ich dann als Weihnachtsgeschenke wieder weiter verschenken und habe so Geld gespart. Das nennt man dann eine Win-Win-Situation. Ja. Ja. Das ist gut, das hätten wir dazu. Ja. Also, falls jetzt irgendwelche Verwandten oder Bekannten zugucken und sich wundern, warum sie dieses Jahr nur so kleine Probengrößchen geschenkt kriegen von mir, das ist ja Erklärung. Ja, ich für meinen Teil, ich bin jemand, ich liebe ja immer den Dezember. Das ist mein absoluter Lieblingsmonat. Ich weiß auch nicht, woher es kommt, aber ich mag den einfach. Vielleicht liegt es daran, dass es der dunkelste Monat im Jahr ist. Keine Mystery mehr am Montag und auch nicht am Dienstag und auch nicht den Rest der Woche. Die Mystery ist geklärt. Ja. Auf jeden Fall, ja, das ist dazu. Was irgendwie ein bisschen unnützes Gelaber war, aber ich bin heute einfach so aufgedreht, weil heute der erste Dezember ist und jetzt sind es nur noch 23 Tage bis zu Weihnachten und jetzt sind es nur noch 23 Tage, bis mein Papa wieder frei hat und ich mit ihm Zeit verbringen kann. Jetzt sind es nur noch ungefähr, ich würde schätzen, jetzt lasst mich grob raten, also am 18. schätze ich ungefähr. Oh Gott, jetzt muss ich rechnen. Jetzt sind es nur noch 17 Tage, bis wir unseren Weihnachtsbaum zusammenholen und das sind einfach so tolle Sachen, auf die ich mich gerade freue. Aber eigentlich hat das überhaupt nichts mit meinem Thema zu tun und irgendwie auch schon. Nämlich mein Thema heute ist Elena und ihr ewiges Leben in der Zukunft und planen für die Zukunft, obwohl es noch ganz weit entfernt ist. Wie ihr gerade gemerkt habt, freue ich mich riesig auf Ereignisse, die jetzt mindestens 2 Wochen oder so sind. Also ich glaube, es könnte auch mehr sein, es könnte auch weniger sein. Entschuldigt, ich bin in Mathematik, in so schnell rechnen, so wochentagstechnisch total schlecht. Ich kann gut mit Geld rechnen und gut mit Litern und so, aber nein, irgendwas anderes war es. Ach, ich komme jetzt nicht mehr drauf, aber ich bin mit 2 Sachen bin ich auf jeden Fall mega gut im Rechnen und auch mega schnell. Ah, Gigabyte. Gigabyte, Terabyte und so weiter, da bin ich auch schnell beim Rechnen, aber sonst bin ich eher ein Mathe-Rosa gewesen, schon immer. Entschuldigt, ich bin total aufgedreht. Ja. Auf jeden Fall ist es so, dass ich schon seitdem ich denken kann, jemand bin, ich habe irgendwie immer schon vorgeplant. Ich bin ein neurotischer Vorplaner. Für mich gibt es nichts, wo ich irgendwie so sagen könnte, ich habe mich schon vorher mindestens 3-mal einen Plan dazu gemacht. Und dann ist es meistens, also sowas wie zum Beispiel, also jetzt wirklich wahr, aber ich weiß, entschuldigt jetzt an alle Jungs da draußen, aber ist halt so bei mir. Wenn ich weiß, dass ich jetzt theoretisch übermorgen meine Periode kriege, dann plane ich heute schon, was ich übermorgen mache. Ich plane alles ein. Ich plane ein, was, wenn ich Schmerzen habe. Ich plane ein, was brauche ich. Ich plane ein, was, wenn ich rausgehe. Ich plane ein, was ich mit einpacken muss. Und dann plane ich. Und meistens, wenn dann der Tag da ist, dann mache ich gar nichts. Ja, das ist nämlich das ist so dieses Ding. Wo ich auch sehr gut bin, ist in mein eigenes Geld verplanen. Also ich zum Beispiel, ich habe meiner Mutter gestern gesagt, ich freue mich schon mega auf den 1. Dezember 2018. Dann habe ich Geld für mein Handy zusammen. Dann kann ich es ausgeben. Und das ist nämlich dieses Ding, ich plane das Geld ein, zum Sparen,
dass ich sparen muss, damit ich das dann wiederum ausgeben kann. Und also meine Mutter sagt, das ist total komisch, aber für mich ist das, klingt das total nach Logik. Also meine Mutter sagt mir da immer, ich soll, also ich, das sei die, das sei eine neue Ebene von Planen. Und anfangs war es so, dass ich nur ein paar Stunden vorgeplant habe, als ich jünger war. Dann waren es ein paar, war es ein Tag irgendwann, dann war es 2 Tage, dann war es eine Woche, dann wurde aus einer Woche plötzlich 2 Wochen, dann wurden aus 2 Wochen 3 Wochen. Und irgendwann war ich schon so weit, dass ich irgendwann ein ganzes neues Jahr geplant habe, ohne es zu merken in meinem Kopf. Und ich bin da irgendwie total gut darin, Dinge vorzuplanen, die ich aber gar nicht, noch gar nicht mal Dinge, die ich noch nie mal vorher planen kann. Sowas wie zum Beispiel, ich kann ja nicht wissen, was jetzt die nächsten Monate passiert. Also mal rein hypothetisch, uns würde jetzt der Kühlschrank absacken oder unsere Klospülung, die sich gerade anhört wie eine Kobra, würde noch schlimmer werden. Entschuldigt. Aber ich wirklich war, unsere Klospülung klingt gerade wie eine fiese Kobra. Wir wissen alle nicht, woran es liegt. Also meine Mutter meint gerade, das sei halt, weil da Kalk drin ist. Ich glaube, die hat ein Loch. Aber was es dann am Ende war, wissen wir, werden wir wahrscheinlich lange nicht rausfinden. Außer man holt einen Reparaturmenschen. Holst du einen Reparaturmenschen? Wenn ja, dann müsste ich das einplanen. Entschuldigt. Ja. Und das ist dann immer so mein Problem. Ich möchte immer alles vorher wissen, damit ich es mit einplanen kann und mit einbedenken und mit einberechnen und mit einbeziehen, weil ich meistens vor spontanen, ungeplanten Dingen eigentlich eher Sorge habe, als dass ich mich da freuen kann, groß. Und deswegen versuche ich immer alles, je unsicherer ich mich in mir gerade bin, je mehr plane ich nach vorne, weil ich dann irgendwie mir eine neue Sicherheit geben kann, diese Sicherheit zu wissen, was auf mich zukommt. Aber das Ding ist, meistens kann man gar nicht wissen, was auf einen zukommt, weil alles irgendwie unvorhersehbar ist. Ich meine, ich kann noch so lange planen, was ich jetzt morgen mache, und jetzt kann es trotzdem passieren, dass ich morgen theoretisch vor der Haustür auf den Nüschel falle und dann der ganze, und dann für eine Stunde in der Notaufnahme hocke und meine Hüfte mir untersuchen lassen muss, weil das weh tut. Und ich dann herausfinde, es ist nur ein blauer Fleck und ich war umsonst da. Ja, entschuldigt. Nur damit wir das Beispiel zu Ende bringen. Oder man kann nicht wissen, was auf einen zukommt. Und dieses im Voraus planen alles und dieses im Voraus alles bedenken und vorbereiten wollen, es bringt mir eine Sicherheit, das gibt mir eine gewisse Ruhe, aber wirklich helfen tut es mir auch nicht, habe ich manchmal so den Eindruck, wenn ich jetzt gerade mal so drüber nachdenke. Weil am Ende des Tages ist es doch meistens so, dass das, was ich mir plane und was ich bedenke, überhaupt nicht eintrifft. Jetzt bin ich deprimiert gerade. Das ist irgendwie jetzt gerade eine ernüchternde Erkenntnis. Ich plane trotzdem weiter. Das war's. Entschuldigt, ich habe schon die ganze Zeit überlegt, was diese Falte ist, die ich da im Hintergrund gesehen habe. Jetzt weiß ich, was es war. Manchmal hilft es einfach, am T-Shirt zu ziehen. Wenn es ein eigenes ist. Wenn es jemand anders sein ist, ist es ein bisschen schwierig. Naja, auf jeden Fall finde ich für meinen Teil, dass es manchmal gut ist, Pläne zu machen. Aber auf keinen Fall ist es gut, wenn man sich Pläne macht und dann auch exakt sich an diese Pläne halten will. Also ich bin ja so jemand, als ich klein war es so, dass ich meiner Mutter und meinem Vater den größten Trouble der Weltgeschichte machen konnte. Wenn meine Mutter zu mir gesagt hat, ich bin um ungefähr 18 Uhr zurück, ist bei mir hängen geblieben um 18 Uhr. Und wenn sie dann um 18 Uhr, Punkt 18 Uhr, nicht wieder da war, konnte ich ihr einen Terz machen, dass alles zu spät ist. Manchmal schaffe ich das heute auch noch, aber naja, damals war es noch schlimmer. Und das nur, weil dann eben der ganze Tagesplan von mir über den Haufen geworfen war. Also früher war ich noch viel, ja, ich will nicht sagen pedantischer darauf, meine Pläne auch genau umzusetzen, aber eigentlich schon. Eigentlich will ich genau das sagen. Also ich muss sagen, also wenn ich ganz ehrlich bin, und das ist etwas, wo ich an dieser Stelle mal, ich weiß, es klingt jetzt, es liegt vielleicht am 1. Dezember, aber ich respektiere meine Mutter unendlich dafür, dass sie es geschafft hat, mich nicht an die Wand klatschen zu wollen, weil ich jetzt mit mir keinen Tag ausgehalten habe. Ich war ein Albtraum auf zwei Füßen.
weil ich wirklich schon, ich war schon, als ich jünger war, echt schwierig, wenn es um solche Dinge ging. Inzwischen lässt langsam nach und ich mache nur so Pläne, die für mich gelten, also Sachen, die ich für mich versuche umzusetzen. Und dann setze ich mich aber oft auch unter den Druck, dass ich das auch wirklich umsetzen möchte, dass ich das auch genau so umsetzen möchte und dass es genau so laufen muss, wie ich es möchte. Und wenn dann irgendwas nur ein ganz klein bisschen von diesem Plan abweicht, kann es sein, dass ich mir selbst stundenlang Vorwürfe mache. Und das sollte ich mir vielleicht irgendwann mal abgewöhnen. Und ich empfehle jedem da draußen, es sich abzugewöhnen, weil es hilft ja nichts. Und ich habe irgendwie hier eine komische dreieckige Ecke. So. Naja. Also da ich heute anscheinend nicht mehr die Konzentration habe, euch irgendwie was Lehrreiches oder was Nützliches mitzugeben, würde ich sagen, dass wir hier jetzt Schluss machen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr sowas kennt, dieses ich plane was, etwas, was genau so passieren muss. Und wenn es nur ein bisschen abweicht, dann stört mich das megamäßig und kann auch dazu führen, dass ich teilweise Overloads habe. Das hatte ich nämlich früher auch, denn manchmal, wenn ich meine Pläne dann nicht so passiert sind, wie ich es mir im Kopf ausgemalt habe oder wie ich es mir geplant habe, konnte das Erlebnis noch so schön sein, konnte es dazu führen, dass ich am Ende einen Overload hatte, weil es nicht das war, was ich mir in meinem Kopf berechnet und bedacht habe. Ich bin froh, dass es ein bisschen besser langsam wird, aber naja. Meine Mutter auch. Ja. Und ich glaube, jeder in meiner Gegend. Aber ich nehme mir vor für diesen Dezember, dass ich jetzt aufhöre, diese Pläne so extrem zu machen. Weil ich mache gerade wieder extrem viele Pläne, obwohl es mir gerade eher schadet, als gut tut. Weil ich bin jemand, ich bin ungeduldig. Und wenn ich es nicht jetzt haben kann, dann muss ich es planen. Weil dann, wenn ich es plane, dann ist es wenigstens schon mal etwas greifbarer für mich. Und ja. Es hilft ja nichts und ich mache nur meine Umwelt damit schaller. Okay. Ich wünsche euch jetzt noch ja, wartet, entschuldigt. Wichtigen Punkt vergessen. Schreibt mir gerne auf Twitter oder Facebook oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich freue mich immer noch drüber, dass ich wieder Twitter sagen kann. Entschuldigt, aber ist eben so. Ihr könnt mir aber auch gerne einfach in die Kommentare hier unter dem Video schreiben. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen 1. Dezember. Wir sehen uns dann wieder am nächsten Mittwoch. Mittwoch ist es. Ja, Mittwoch ist der nächste. Ich wünsche euch jetzt auch noch ein wunderschönes Wochenende. Ich meine, dieses Wochenende ist der 1. Advent. Und ich hoffe, dass es euch nicht so geht wie mir, dass ihr total ungeschickt seid, wenn es um solche Sachen geht wie mit Kerzen und euch dann die Kerzen umfallen. Wieso sage ich sowas? Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass euer 1. Advent schön wird. Ich werde auf jeden Fall einen schönen Advent haben, weil ich mit meinem Papst zusammen sein werde. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch. Bis dann. Ciao.